Hey, du suchst eine völlig kostenlose Möglichkeit, mit Menschen auf der ganzen Welt zu sprechen? Dann ist Squeaks genau das Richtige für dich. Mit dieser sozialen Sprach-App kannst du völlig anonym neue Leute kennenlernen und selbst entscheiden, wie lange du mit ihnen reden möchtest. Das Beste daran ist, dass es Squeaks für alle deine Geräte gibt. Egal ob Android, iOS oder im Browser. Ob du unterwegs bist oder zu Hause, mit Squeaks bist du immer up to date. An Squeaks wird ständig gearbeitet, um neue Funktionen und Möglichkeiten zu integrieren. Es gab auch jetzt wieder ein kleines Update. Als Dankeschön möchte euch Squeaks zwei PSN-Gutscheine im Wert von 20 Euro schenken. Dafür müsst ihr nur die App downloaden, diese dann mit 5 Sterne bewerten und mit dem Hashtag MG, was für Money und Günni steht, kommentieren. Am besten wäre es noch, wenn ihr einen App-Screenshot macht und diesen auf Instagram hochladet, sowie einen Freund markiert. In ca. 14 Tagen wird dann ausgelost und ihr erfahrt, ob ihr gewonnen habt. Also, haut rein, Leute! Denn ihr könnt auch uns damit kostenlos unterstützen. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf True Farming, also auf Schwatzing, in unserem True Farming Projekt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, es geht weiter. Ich muss hier gerade, ich bin hier hart am Wackeln. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich brauche erstmal, ich muss erstmal den Herrn Ringel da anrufen, das ist glaube ich unheimlich wichtig. Moment, erstmal den Herrn Ringel anrufen, ganz wichtig, denn der hat glaube ich noch einen Anhänger. Nee, Moment, da muss ich erstmal ganz kurz die Anhänger für den raussuchen. Und zwar, der wollte, ich weiß nicht mehr genau, was der wollte. Der wollte, glaube ich, die Drelleburg-Bereifung. Logo in farbig, das ist, passt ja alles. Okay, das waren einmal mit 27.000. Und der war 25.000. Ich muss mir hier einmal zusammenrechnen, also 27.000 und 25.000. 27.000 und 25.000 sind 52.000. 52.000. Dann müssen wir abziehen die Anhänger, die er uns gebracht hat. Die waren ja gebraucht gewesen. 8.500 war der Neupreis und ich bin mir nicht sicher, was die kosten im Verkauf, aber wir zahlen den dafür. Werden die, glaube ich, für 17 verkauft. Wir zahlen den dafür einfach 12.000. Ne, 6.000 pro Anhänger, da haben wir 5.000 plus gemacht, das passt. Dann brauchen wir nur noch, dann kriegen wir noch 40.000 von dem. Genau, dann kriegen wir noch 40.000 von dem. Und dann müssen wir jetzt die Mehrwertsteuer noch drauf rechnen. Moment. Zack, die Bohne. Ist leider ein bisschen doof. Aber wenn man ein Angebot erstellen, das gehört halt leider auch dazu. Deswegen, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, wenn wir dann hier einfach mal rumstehen und rumrechnen. Gut, 40.000 die Mehrwertsteuer ist ja eigentlich relativ einfach, ne? Logischerweise. Das sind 47.600. Also 7.600 die Steuer. Ich hoffe, die checken das, dass die sich das auch beim BM wiederholen können. Also 47.600. Und dann haben wir ja gesagt, wir wollen denen ein kleines bisschen entgegenkommen. Muss ich mal überlegen. Naja, 47.000 glatt und gut ist. So, gut, Moment. Herr Ringele. Herr Manus? Irgendwo hat es jetzt gefiept. Moment, war das hier im LKW? LKW? Keine Ahnung. Hallo? Hallo? Ja? Hören Sie mich? Ja, warum rufen Sie nicht an? Hab mein Telefon zu Hause vergessen. Ja? Könnten Sie bitte das Tor aufmachen? Anscheinend haben Sie das nicht nötig zu arbeiten. Ist tot zu? Ja. Oh, verdammt, ich komm vor. Will er denn jetzt? Ja, ihr müsst mal zurückfahren, das geht nach außen auf. Kollege, ah, der Anhänger, sehr gut. So, warte. So, fahr rein hier, die Hütte. Wo darf er hin? Ach so, hier. Kann hier vorne an die Stelle. Kann hier rein, hier. Hier. Da passt er gut rein. Herr Ad, ja, machen Sie das mal. Ich rufe mal, ich muss mal schnell den Ringel anrufen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Braucht er was von Ihnen?
Oh, mal hier die Ringel anrufen. Oh. Hallo? Ringele? Herr Ringele? Ja, wer ist denn da? Hier ist ja der Miguel. Ach, Miguel. Ja. Herr Manus hier vom Händler. Sie kriegen noch ein Angebot von mir. Richtig, für die Anhänger. Hm. Ja, sagen Sie mal, haben Sie noch einen Anhänger von mir? Na, den Vorführer haben wir. War das der dreietagige? Ja, ich meine schon, der mit den kleinen Rädern. Ja, und 12.000 Volumen? Das müsste ich den Justus fragen. Aber ich meine, das war so, ja. Ja, den bräuchte ich dringend wieder, der ist verkauft. Okay, ja, können wir bringen. Und ich habe Ihr Angebot fertig. Okay, ja, also, dann komme ich gleich runter. Achso, dann kommst du runter, ja. Ja, bring den anderen mit und dann hole ich den anderen ab. Ja. Perfekt, dankeschön. Jo, tschüss. Tschüss. So, Herr Adler? Ja, hier. Was machen Sie da hinten an der Mauer? Aber nicht dran pullern, die ist neu. Ja. So, ich sehe schon, Sie haben hier mir den Dings geliefert. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich bin absolut noch nicht dazugekommen. Ja, kein Problem. Also passen Sie auf, die zwei Anhänger hier sind verkauft. Der hier? Ja. Und der hier, ne? Ja. Den hier, den Strautmann, den hatte ich noch als dreietagigen, ja? Mhm. Der ist aber als Vorführer jetzt unterwegs, der ist auch verkauft. Okay. Und dann brauche ich was, da brauche ich Ihre Hilfe. Ich habe ein gutes Geschäft für uns. Da können wir beide verdienen. Das wäre? Ein Tieflader. Mhm. Ich hätte einen Tieflader, also Kunde. Der braucht einen Tieflader mit einem Dolly und der will hier den Aperion wahrscheinlich sogar noch mitnehmen. Mhm. Und da können wir ja beide ein gutes Geschäft machen, wenn wir den vielleicht zusammen, den Tieflader, weil Sie haben die Connections und ich habe den Käufer. Mhm. Können wir anschauen, ja. Ja, der will den in Signal Orange für den Bauhof oben. Mhm. Mit dem Breitreifen, der will überall die dicksten Schluppen drauf. Mhm. Na? Vielleicht können wir anschauen, ja. Ja, ich würde dann auch direkt noch was von Ihnen kaufen. Ich bräuchte auch dringend einen Dolly. Weil ich habe hier den Dings zur Wartung da. Und da bin ich nicht drauf vorbereitet gewesen. Okay, ja, dann könnt ihr den Dolly bei mir abholen. Ja, klar. Kein Problem. Okay, perfekt. Gut, wie gesagt, mit dem Tieflader rufen Sie mich nochmal an. Aber der hat es auch ein bisschen eilig. Mhm. Alle die Maschinen am besten noch heute. Ja. Also. War dasselbe. Ja, das ist, ne, klar, am besten gestern. Mhm. Ja, der auch hier, der kam vorhin, kam hier rein, der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Feldmann, glaube ich. Der kam hier rein, wollte diesen hier mit drei Etagen haben. Mhm. Sag ich da so, ja, wann brauchen Sie den denn? Vor einer Stunde. Mhm. Ich sage, ja, ist klar, Moment, ich muss gerade meine Zeitkapsel da hinten, dann kann ich mal zurückreisen. Dann mache ich ihn den fertig. Weißt du? Unglaublich. Ja, ich verstehe. Aber bezahlen wollen sie alle nichts, ne? Und noch rumhandeln. Ja. Sagen Sie mal, Herr Adler, habe ich gleich mal eine Frage an Sie. Geben Sie, also jetzt mal wirklich unter uns, ne? Wir sind ja Kollegen. Geben Sie kostenlosen Service dazu, wenn jetzt jemand einen Anhänger bei Ihnen kauft? Das sind Sachen, die generell in meinem Betrieb bleiben und darüber gebe ich auch keine Auskunft. Ja, ich kann Ihnen, passen Sie auf, ich kann Ihnen sagen, warum. Ich habe das Gefühl, der wollte mich ein bisschen verarschen. Warum? Ne, der hat gesagt, bei Ihnen würde er die ersten 6 Anhängerservice kostenlos kriegen, wenn er einen neuen Anhänger kauft. Da habe ich gesagt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja gut, die ersten 6 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, das finde ich auch. Sag mal, ein, zwei Service kann man vielleicht schon drüber reden, aber 6 Service, das ist ja irre, oder? Ja, die ersten 6 ist wirklich übertrieben. Totaler Wahnsinn, ja. Gut, alles klar, da wollte er mich ein bisschen abrollen. Naja, gut handeln darf man ja, ne? Das ist so, genau. So ist die Marktwirtschaft heutzutage. Ja. Gut, ich melde mich bei Ihnen, Herr Adler. Oder ja, Sie melden sich bei mir, besser gesagt. Und denken Sie dran, der Kunde ist zahlungskräftig. Und vor allen Dingen so ein Anhänger, so ein Tieflader, ist ein Spezialanbau. Da können wir richtig draufhauen. Mhm. Also, naja, es ist eine Spezialanfertigung. Wissen Sie, wie ich meine? Ja. Da kann man richtig draufhauen. Also auch wenn wir den vielleicht günstig einkauft kriegen, ne, also an Tiefladern verdient man das meiste Geld. Glauben Sie mir. Ja, das ist so. Ja, deswegen richtig draufhauen. Ah, der Ringele. Bio-Kunde kommt, was will denn der hier? Ne, der bringt den Anhänger zurück hier, der hat ihn als Vorführer gehabt. Der will auch immer alles nur gratis, oder? Ja, der Biobauer, ja, halt, ne? Ein Schlingel. Ganz normal. Biobauern. Gucken Sie mal, der Traktor dreckig. Allerdings den Anhänger gewaschen.
Ja, der sieht sauber aus. Bierwasser, oder? Ah ja. Jetzt bin ich gespannt. Lass, Herr Ringeler? Ja? Lassen Sie ihn am besten, Moment, fahren Sie mir hier vor die Halle. Ich muss den eh fertig machen, der ist verkauft. Okay. Die Plane haben Sie vergessen. Oh, hat er die Plane nicht... Ja, genau. Hinten alles verbogen. Oh, mal kurz wenigstens mal anschauen. Ja, schön. Hier, ja, schauen Sie. Alles dreckig. Ja. Ja. Ja, oh, hier unten, diese ganze Lack... Oh, nee, ich wär blöde. Schmutzfänger hier auch, warten Sie. Also wir sind sehr sorgfältig damit umgegangen, bevor Sie jetzt hier anfangen, irgendwelche Sachen zu suchen. Na, Herr Ringeler, da habe ich aber mal eine Frage. Ja. Ist ja wirklich nicht böse gemeint, aber sehen Sie, hier fehlt der Lack. Hier fehlt der Lack. Da unten fehlt der Lack. Und jetzt gucken Sie mal hier. Am Träger hier fehlt der Lack. Da unten fehlt überall der Lack. Denn der war neu. Gucken Sie mal, hier vorne fehlt auch an der Deichsel fehlt auch überall der Lack. Oh nee, ich wäre wahnsinnig. Was machst du denn jetzt? Also, mein Sohn ist nur ein paar Mal zum Bauhof gefahren. Zum Was haben die Transporter? Wo sind sie denn gefahren? Offroad? Nee, habe ich jetzt nicht gesehen, aber eigentlich Straße ganz normal, wie sie es gehört. Oh. Mit den kleinen Reifen kannst du ja nicht viel Offroad fahren. Nee, aber der ist. Boah. Ja, muss ich sehen. Muss ich auf jeden Fall mit der Spraydose nochmal ein bisschen ran hier. Mhm. Scheiße. Naja, könnt ihr abschreiben? Hm. Also, hier, Herr Ringeler. Ja. Okay, die zwei hier. Passen Sie auf. Habe ich ein Angebot gemacht. Mhm. Normaler Preis wäre der und der, ne, die wollen ja Starrachse Drehschäme, ja, mit Aufbau, mit Plan, die ganze Fasching, 52.000 plus die Steuer, ne? Ja. So, jetzt haben sie mir die zwei Anhänger da gelassen. Ja. War ich beim Herrn Adler vorne. Wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Ja. Ja, Flex nehmen, auseinanderschneiden und den Schrottpreis holen. Ich sag, Herr Adler, das sind HW 80. Also vor allem, die sahen ja wirklich doch gut aus, ne? 17.000 Euro wert, jo. Naja, 17.000 sind die nicht wert. Wie kommen sie denn auf den Preis? Ey, so, was habe ich damals bezahlt? So ungefähr, und die waren ja so gut wie nicht benutzt. Naja, aber HW80, die haben sie vor 15 Jahren produziert, ne? Das ist halt schon 3 Tage her. Ja gut, schieße los. Was ja, 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 und folgendes. Naja, der Adler, der hat auf jeden Fall, wollte der gar nicht. Ich habe mit Mühe und Not habe ich die verkauft gekriegt, aber da habe ich, also passen Sie auf, da habe ich wirklich kein großes Plus dran gemacht. Das ist eine kleine Aufwandsentschädigung für mich dabei. Das Geld reiche ich quasi so durch, auch wegen der Geschichte mit dem Dings hier, ne? Mit dem hier, naja, Sie wissen schon, ja, einen kleinen Unfall da. Also da, ja, ich habe 12.000 für die gekriegt. Okay. Ja, gebraucht halt leider nur. Wir sind bei 40.000. Ja, dann sind wir bei 40.000. Plus die Steuer halt, aber vergessen Sie bitte nicht, ich glaube, das wissen die meisten hier auch gar nicht. Die können sich bei die Steuer, die können sich beim Bürgermeister wiederholen bei der Stadt, ne? Das sind ja Ausgaben für sie. Ja. Ja, und die Steuer können sich wiederholen, quasi, aber es macht irgendwie keiner. Ich weiß nicht warum. Mhm. Na? Ja, was, also sie wollen jetzt 40.000 plus Steuern von mir. 47, also sie kostet das jetzt effektiv, würde das 40.000 kosten. Da habe ich jetzt aber die Anhänger auch komplett durchgereicht. Nicht dran verdient. Ich habe eher an 20 gedacht. Moment kurz. Ja, Moment, hier, vergessen Sie nicht, gell? Entschuldigung. Was glauben Sie denn, was passiert wäre, wenn ich darauf bestanden hätte, dass die Fahrerflucht, Unfall und so weiter, Da wäre ein Strafverfahren anhängig gewesen. Ja, ich verstehe Sie schon, was Sie meinen. Dann Körperverletzung. Ich wurde ja ordentlich durchgerüttelt. Mein Nacken tut immer noch weh. Da habe ich alles nicht geltend gemacht, weil ich Sie hier unterstützen möchte. Aber 40.000, also da habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft von Ihnen entgegenkommen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Naja, ich habe Ihnen, wie gesagt, das du. Also ich kann... Also alles, was jetzt, alles was, ja, jetzt, alles, was jetzt halt kommt, muss ich aus eigener Tasche dann draufpacken, ne? Mhm. Dann... Aber für 20.000 ist unrealistisch. Also das ist komplett unrealistisch. Dass ich da nicht mit mir reden lasse, das ist ja klar. Also, aber 40.000 mache ich auf keinen Fall. Ja. Also ich kann da vielleicht, wenn ich nochmal 2.500 aus meiner Tasche draufpacke, dann sind wir bei 37.500. Und Sie haben natürlich die erste Wartung bei der Anhänger umsonst, ne? Ist ganz klar. Machen wir ersten Wartung umsonst und 35.000.
Boah, 5000 aus eigener Tasche, das ist natürlich hart, ey. Ja, sie sind zwei, ey, guck mal, wie weit ich hochgegangen bin. Das sind 15.000 hoch und sie sind 2.500 runter, also 35, glaube ich. Ja, passen Sie auf hier, denn machen Sie, denn ich komme wieder mal einen großen Schritt entgegen, dann machen wir 36.000 und Sache ist durch und gut ist. Dann sind wir aber auch hier wieder auf Null. Ja, aber nur, ne? Nur, weil ich sie eigentlich ganz gut leiden kann, ne? Ich sehe auch. Und ich hoffe, dass sie das nächste Mal nicht. Das nächste Mal haue ich nicht ab, versprochen. Und vor allem unter Trunkenheit fahren und vor allem ungefragt mit meinem Wagen. Ja, das war ja auch noch so eine Sache. Ja, ich weiß. Ich habe nichts dagegen, wenn sie sich meine Fahrzeuge leihen, aber blöde Bier wäre halt schon schön, ja. Ja, das ist halt das blöde Bier immer. Ja. Nee, damit bin ich einverstanden. Ich gucke 36.000. Ich würde dir. Darf also, ich das macht mitnehmen? Dann. Macht dann zwei, also, wir sind ja bei 43.000, ne, mit der Steuer. Die müssen sich wiederholen. Also das denken Sie dran. Ne? Also es kostet für Sie 36.000. Die Steuer holen sich wieder, aber ich muss die Steuer ja abführen. Das ist ja das Problem. 36.000 plus mal 1,19. Ja. Wie gesagt, 42.000, ne? 42.900. Also einen Steuerrabatt kann ich Ihnen nicht geben. Nee, ist klar. 1.900 vor Steuer quasi, die ich mir wiederholen muss. Genau. Also 42.900, ne? Ja. Gut, ich kuppel Ihnen die mal zusammen, die sind fertig, die habe ich komplett schon fertig gemacht für Sie. Die können Sie, wenn Sie wollen, anhängen mitnehmen, ne? Alles klar, wegen Überweisen, das muss ich kurz gucken. Ich habe noch eine Forderung offen an den Herrn Krachen. Wenn er die beglichen hat, dann kann ich... Ja. Wäre nur ganz cool, wenn mal ganz kurz drin den Vertrag unterschreiben. Ja. So, sehr schön. Ach, ich sage Ihnen, hier ist zurzeit die Hölle los. Der Herr Zement, der hat hier den Anhänger da stehen, die Mulde, die muss gewartet werden komplett, da muss der Boden abgeschliffen werden. Katastrophe. So, dann einmal hier. Moment. So, können Sie einmal hier den Stift und... Ja. Da unten, genau, perfekt. Ich unterschreibe auch noch eben ganz kurz. So, Moment, Durchschlag hier, der ist einmal für Sie. Ja. Das Original, ne, für Sie und der Durchschlag für mich. So, perfekt, hier einmal in die Schublade rein. Gut. Moment, ich kuppe Ihnen die zusammen, können Sie direkt losfahren. Alles klar, super. Wie finden Sie hier meinen neuen Deutz? Habe ich gekauft, meiner. Sehr schön, habe ich auch. Gutes Fahrzeug. Ja. So. Oh, dann das Ding da dran. Holla! Ich bin mir die Heiterung von aufgegangen hier. Das gibt's ja gar nicht. So. Dann gute Fahrt, Herr Ringele. Viel Erfolg. Danke. Ersten zwei Wartungen waren frei, haben Sie gesagt, ja? Die erste Wartung für beide. Ah ja, okay, gut. Ja. Alles klar, danke dir. Jo, tschüss. Der Schlingel, wollt ihr mich hier nochmal kurz übers Ohr hauen? Die Aufhängung bringt mir gar nichts hier vorne. Scheiße, ich brauch die andere. Ach, Kacke. Warte mal, das kann ich mir selber umbauen, glaube ich. Das kann ich da selber umbauen. Für was haben wir hier so eine schöne Werkstatt? So. Nein!
Oh. Jetzt haben wir natürlich kein Dings mehr. Ah, ist das ärgerlich. Scheiße. Das müssen wir anders machen, das nützt nichts. So, Moment. Das müssen wir anders machen. Oh, bitte mach mir doch nicht so einen Stress jetzt hier. Ja, okay, dann machen wir so. Perfekt. Okay, perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Hallo, Herr Zement! Hallo, Herr Manus. Ich habe ihm gerade eine Nachricht geschickt. Ja, ich habe es gesehen, aber ich will Ihnen eins sagen. Ja? 11 Uhr will ich ein Angebot haben, sonst wechsle ich den Händler. 11 Uhr? 11 Uhr. Krieg ich hin, Herr Zement? Kein Problem. Bescheid wissen. Alles kein Problem. Danke, trotzdem. Oh, jetzt wird aber böse hier. Das gibt ja gar nicht. So, hier die Scheiße fix ein bisschen abschleifen. Ein Mist, ey. Macht der hier. Bringt der das Ding hier wieder. So, hier vorne an der Deichse noch ein bisschen. Ja, nochmal draufgehauen hier. So. Gut, perfekt. Dann, Moment. So, drüber gesprüht, passt. Die kleinen Scheißdinger hier. Gut, der von Herrn Feldmann ist auch fertig. Kann er den abholen. Okay, Freunde, wir müssen erstmal Feierabend machen. In der nächsten Folge geht es spritzig weiter. Wir kommen hier gar nicht mehr weg von der Firma. Das Ding hier bugt wie Sau, aber das ist natürlich auch unser Geld. Ne, für alles weiter, was wir machen wollen. Lasst euch da mal überraschen, was ich da vorhabe. Und ja, in diesem Sinne bin ich aber erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da schon bei den anderen vorbei. Bis dahin. Tschüss.